fliegender Fahrräder betätigen, damit sich hier von dem Burgtheater auch die Vorstellung einstellt, wie sich das anhört. Tausende Menschen. Ihr seid hier, die tausenden Menschen, damit es nicht so abstrakt klingt. Ihr seid heute diejenigen, die auf Wiens Prachtstraße demonstrieren, wie viele Menschen sich in dieser Stadt bereits dafür entschieden haben, auf das Fahrrad umzusteigen und heute ein Signal dafür setzen wollen, dass das eine echte Alternative zur gewohnten Fortbewegung mit Autos oder motorisierten Fahrzeugen ist. Es ist friedlich. Es ist ein wunderschönes Bild, das sich hier vor dem Burgtheater bietet. Mittlerweile erreichen die ersten Teilnehmer der Radparade schon den Quai. Und ich denke, dass sich jetzt langsam auch die Letzten vor dem Parlament in Bewegung setzen. Achten Sie bitte immer darauf, dass keine zu großen Lücken entstehen, dass der Zug immer geschlossen bleibt. Mittendrin auch die Damen auf dem Hocheinrad. Dazu gehört besonderer Mut. Sie haben zwar einerseits bessere Sicht, aber es darf natürlich auch nichts passieren, denn auf einem Hocheinrad stehen zu bleiben, ist eine ganz heikle Geschichte. Also auf Hochformat das Hocheinradparlament. Schließt sich die Wiener Radparade an. Ich sehe auch Mietfahrräder. Ich sehe Fahrräder sämtlicher Größenordnungen und Ausprägungen. Heute haben alle ihr bestes und liebstes Material rausgeholt. Oder die alten Sammlerstücke. So, jetzt entsteht gerade eine Lücke. Entweder ist das das Ende. Ich sehe das Blaulicht, schiebt sich langsam zum Rathausplatz heran. Seid bitte so nett, schließt auch die letzten Lücken, damit auch der Schluss der Radparade immer Kontakt behält zum Zug. Seltsame Konstruktionen, Hochräder aus ganz vergangenen Tagen ziehen hier geräuschlos und majestätisch am Rathaus vorbei. Und mehr oder weniger am Schluss sehe ich den Argus-Kummer-Kasten. Das ist dieser große gelbe Kasten, der aussieht wie ein Postkasten. Da kann man sämtliche Wünsche, Anregungen und Befindlichkeiten rund ums Thema Radfahren in der Stadt einwerfen. Und jeder, der sich mit Argus auseinandergesetzt hat, weiß, dass diese Anregungen auch ernst genommen werden. Denn das, was heute hier passiert, ist ein ernstes. Nicht mehr eine Veranstaltung. Die Spaß bringen soll. Jetzt sehe ich ein Fahrrad, wo ein Tandem, eine Dame tritt nach vor, eine tritt nach hinten. Also das zeigt auch, dass die unterschiedlichsten Konstruktionen hier an der Radparade teilnehmen. Jetzt entstehen die ersten größeren Lücken, das heißt, ich glaube, wir kommen langsam ans Ende, also den Schluss der Radparade. Das heißt, jetzt tauchen wir auch gleich die Nord-Viewsports-Fahrer auf. Bruno! Und hier sind sie.